Ja, hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Stromwerke.de, Alti mein Name. Herr Maulwurf hätte ich gerne gesprochen. Ja, einen kleinen Moment bitte, einen Moment. Ja, Maulwurf. Guten Tag, Herr Maulwurf. Es geht um die aktuellen Strompreise aus Was der ist Region die Baden. bitte? Stromtarife Baden. Hören Sie mich? Ja, wie bitte? Sprich mit Heribert Maulwurf. Ja, guten Tag. Wer ist denn da bitte? Stromwerke Leipzig hier. Wir wollen ein Angebot machen, Stromtarife vorstellen. Guten Tag, Herr Leipzig. Ja, erzählen Sie bitte. Es geht um die aktuellen Strompreise. Sie wissen ja, ab Januar sind leider die Tarife hochgestiegen, teuer geworden, deswegen machen wir die Angebote. Wissen Sie noch Ihren jährlichen Stromverbrauch? Wie bitte? Was verbrauchen Sie jährlich für Kilowatt? Kühler, was möchten Sie bitte wissen? Was bezahlen Sie monatlich für Strom? 45 Euro ungefähr. Haben Sie auch Gas oder nur Strom? Nur Strom. Okay, ich schaue mal kurz nach. Sind Sie von den Stadtwerken? Stromwerken Leipzig. Aber ich bin doch gar nicht in Leipzig. Das weiß ich, Herr Maulwurf. Wir bieten einen Tarif. Bundesweit Deutschland. Bundesweit Deutschland für den Strom. Und auch für Gas. Ach so, ja, aber ich habe ja gar kein Gas. Aber Sie haben Strom. Ja, das ist richtig. Und deswegen machen wir ein Stromangebot für Sie. Wir suchen Ja. einen günstigen Tarif, wo Sie noch Geld sparen könnten. Ja, dann erzählen Sie mal, was Sie da haben. So, ich schaue mal kurz nach, weil wir arbeiten mit mehreren Anbietern. Ja. Und le leben Sie alleine, Herr Maulwurf? Ja. Okay. Haben Sie zu Hause einen Wäschetrockner? Ein was bitte? Trockner. Ja, wir haben so, wo man das draufhängt, das haben wir. Haben Sie Aquarium? Wie bitte? Aquarium. Ein Terrarium habe ich. Was haben Sie da im Terrarium? Was für ein Tier? Das sind indische Landkrabben. Oh. Kennen Sie die? Habe ich schon mal gehört. Ja. Ist das ein großes Terrarium? Das ist 3,70 Meter und das hat eine Weite von 60 Zentimeter bei einer Höhe von 1,30 Meter. Wie lange haben Sie schon die Tiere, Herr Maulwurf? Die habe ich jetzt von meinem Enkel bekommen, dass ich was zu tun habe zu Hause. Ach so, Ja, und verstehe, jetzt, verstehe. weil die Krabben, die bewegen sich so langsam wie ich, da können die mir nicht weglaufen. Und jetzt Okay, gucke ich den verstehe. ganzen Tag den Krabben zu, wie die sich gegenseitig ausrotten. Okay. So, Herr Maulwurf, ich schaue mal jetzt nach. Ja, wie. So, ich kann für Sie eine Genossenschaft empfehlen, Angebot machen für die gleiche Strom Mit von einem Genossen, Steck Genossenschaft. sind das Kommunisten? Nein, Bürgergenossenschaft. Von der SED oder was sind das für Leute? Das sind Bürger wie Sie und ich. Ja, warum sind das die Genossen? Das heißt so, Genossenschaft. Das hat Also das aber ist nichts mit Stalin zu tun und mit auf, Mao auf um, und mit nein, Nordkorea. um Gottes Willen nicht. Wer sagt denn sowas, bitte? Ja, mit Genossen. Also bei uns damals, da hatte das Wort Genosse immer eine sehr schlechte Bedeutung. Also Genossenschaft bedeutet, Herr Maulwurf, Ja. das ist keine GmbH, keine Aktiengesellschaft, das ist nicht in der Börse drinne Ja. und da tun Sie etwas Gutes fürs Umweltschutz, Ökostrom fürs Wasserkraft und Eko. da haben Sie Ökostrom fürs eine grüne Strom, denken Sie, eine saubere Strom und da tun Sie etwas Gutes für Umwelt. Finden Sie nicht, also ich habe das schon länger mal im Internet gelesen, dass Eco eigentlich viel zu stark ist und dass das Ding genervt werden sollte. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Meine Meinung sagt also, Ökostrom ist nicht wie die anderen Stromanbieter, das sind die gleichen. Ja. Nur da tut man etwas Gutes für Umweltschutz, für Projekte teilnehmen, Wasserkraft, Windkraft, Bäume pflanzen. Da können Sie bei den Projekten teilnehmen und etwas Gutes für Ihr Portemonnaie und für sich selber etwas tun. Ja, also keine schmutzige Welt, sondern eine saubere Welt. Saubere Welt, ja, das ist ja, aber ich finde, das ist Echo, das viel zu stark ist, weil das ist für die anderen Spieler ja unfair, wenn der immer alles kaputt macht. Das hat doch nicht damit zu tun. Finden Sie nicht? Also ich finde es ja gut, wenn ein guter Echo in meinem Team ist, aber meistens habe ich das Pech, dass die in meinem Team, dass das die größten Noobs sind und der beim Gegner, der raut einmal mit dem Gesicht über die Tastatur und dann ist da der Pentakill und dann haben wir verloren. Naja, und immerhin. Und wenn ich das jetzt bei Ihnen mache, dann ist der Echo ja auf meiner Seite. Doch, ist das schlimm? Nein, das wäre ja sehr gut, weil vielleicht komme ich dann endlich mal aus Bronze raus. Okay, also bei Ökostrom, bei unserem Anbieter, wäre der Strom kostenmonatlich für Sie 35,80 Euro. Und dann würde der offenbar für mich arbeiten, Echo? Das wird für Sie arbeiten, natürlich. Sehr gut. Und für wie viele Spiele kann ich den dann bekommen? Was für Spiele? Wir sind keine Fußballmannschaft. Strom anbieten wir hier. Nein, wegen den Eck. Wie lange habe ich den dann bei mir? Zwei Jahre lang. Und der wird in der Zeit, dann können Sie da garantieren, dass der in der Zeit nicht wieder genervt und abgeschwächt wird? Nein, das ist eine 2-Jahres-Preisgarantie, Herr Maulwurf. Im ersten Jahr bezahlen Sie 35 Euro, ab dem zweiten Jahr wegen des EEG-Umsatz bezahlen Sie 2 Euro mehr, das sind dann 37 Euro. Ja, und das heißt, 2 Jahre habe ich den. Das, und dann kann ja, den auch in der Zeit, kann mir den niemand wieder nehmen. Nein, nach 2 Jahren erstmal. Okay, das ist sehr gut. Und, das kann ich anbieten. Und wenn in der Zeit bessere Champions rauskommen, kann man das dann nochmal umsteigen? Wir werden uns nochmal melden, kurz vor der Ablauf der Stromvertrag. Und dann suchen wir für Sie weitere Tarife, Ökostrom oder woanders, wo Sie noch Geld sparen können. Also wir bleiben in Verbindung. Und wie ist das, wenn man da absolut nicht mit der Leistung zufrieden ist, kann man dann seine Riot Points wiederbekommen? Also wenn Sie nicht zufrieden sind, Herr Maulwurf, dann heißt es ja, man kann vor der IWIN nochmal die Sache besprechen und eventuell sich das verbessern, Herr Maulwurf, und dann in dem nächsten Zeitpunkt eine bessere Stromangelegenheit nochmal vorzuleisten bekommen. Aber zuerst, ich mache das seit 3 Jahren unter der Firma und bis jetzt kam kein einziges Beschwerde. Ja, und wenn Sie das 3 Jahre schon machen, in welcher Liga? Sind Sie schon Platin geworden oder sind Sie schon noch Goldbereich? Ich bin bei Superliga. Bei Superliga sind Sie Challenger geworden? Bald. Und ja, wie viel lange müssen Sie noch machen, ungefähr? Eine Frage. Ja, bitte. Ich habe so ein paar Kunden wie Sie aus Indien bekommen, immer so. Die stellen mir immer solche komische Fragen. Warum? Warum seid ihr immer so? Was möchten Sie mit Indien? Also, warum stellen Sie solche komische Fragen? Weil ich wissen muss, ob das ein gutes Angebot für mich ist. Aber Sie sprechen nicht von Angebot, Sie sprechen von was anderes. Ja, Sie wollen mir doch für League of Legends doch den Echo verkaufen. Herr Maulwurf, ja, bitte. Egal wie die das jetzt nennen, ob das Legend ist oder was weiß ich. Ja. Also, ich möchte Ihnen das gerne zukommen lassen, den Ökostrom, also mit den Preisen, was ich hier gerade für Sie berechnet habe, mit Vertragspapieren nach Hause, wo Sie noch 2 Wochen Bedenkzeit haben, alles unter die Lupe zu setzen. Und wenn Sie einverstanden sind, werden wir Sie kostenlos übernehmen. Also ich habe ja momentan, ich kann mal kurz hier in mein Konto reingucken, ich habe noch 16.000 RP, da könnte ich mir das doch eigentlich selber fertig machen, oder brauche ich Sie da dafür? Nee, Sie brauchen nur eine alte Rechnung rausholen von den Stromanbietern, wo Sie verbunden sind. Da steht einmal die Kundennummer und die Zählernummer. Du musst ja hier alles eintragen, bitte. So eine alte Paysafe-Karte. Keine Paysafe, Rechnung, Stromrechnung. Ja, aber, und dann können Sie mir den Champion freischalten? Herr Maulwurf, haben Sie eine Stromrechnung oder nicht?
ja jetzt gerade nicht, weil der Canon ist gebannt worden im Champs Direct. Okay, bereiten Sie es vor, wir wählen uns nochmal, okay? Ja, und soll ich so lange einen Report fertig machen oder sollen wir bei 20 aufgeben? Herr Maulwurf, bereiten Sie die Unterlagen, ich melde mich nochmal, okay? Ja, und sollen wir jetzt, Sie können nicht einfach Rage quitten, wir brauchen doch den fünften Mann hier im Team. Okay, alles klar, ich habe Sie verstanden. Schönen Tag, tschüss. Aber Scheiß Rage Quitter, Report, Report!